Ibims, der Alien. Ich verstehe echt nicht, warum ihr sowas lustig findet. Aber ist okay. Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Schulfer und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation, Freunde. Und ganz zum Anfang der Folge wollte ich euch einfach mal sagen, wie sehr ich mich... wollte ich euch einfach mal sagen, wie sehr ich mich freue, dass so viele hier dieses Let's Play gucken, obwohl es eigentlich ja so ein, in Anführungszeichen, altes Spiel ist. Und ich habe es ja auch schon mal Let's Played. Ich freue mich wirklich, dass so viele von euch dabei sind. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich wollte das Spiel eigentlich nur spielen, weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Das wissen wir. Das wissen wir alles. Ja. 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 Hallo, Herr Androide. Guten Tag. Ihr habt mir gesagt, der Androide wäre freundlich. Der hätte mich nur angegriffen, weil ich ihn geschlagen habe. Das kann natürlich sein. Aber der kam da so hin und hat so gefragt, ist alles in Ordnung bei ihm, ja? Und die anderen Androiden, die fragen das immer, bevor sie mir ins Gesicht hauen. Deswegen habe ich ihn dann geboxt. Tut mir leid, Herr Androide. Es tut mir leid. Okay. So, aber wir müssen jetzt erstmal hier der Alien einsperren, Freunde. Aber wie gesagt, ne? Hi. Ich freue mich wirklich, dass so viele von euch hier sind und dieses Let's Play mitspielen. Es macht wirklich richtig viel Spaß. Okay, so. Jetzt machen wir mal hier oben den ersten... den ersten Zugang zu. Moment, der müsste ja da hinten am Ende vom Gang sein. Okay. Machen wir den mal dichte. Und dann müssen wir ja... Achso. Das ist der Typ, wo die Maden rausgekrochen kommen. Ist auch schön, ne? Hier ein bisschen fürs Ambiente gesorgt. So. Drehen wir mal hier dran. Moment, ist das Alien draußen? Oh oh. Es klang gerade so, als wäre das Alien draußen. Ich habe so schwere Schritte gehört. Oh, das war der Schacht, Alter. Ich dachte. Okay, hier oben ist zu. Könnte ich das knacken? Nee. Ah, da brauche ich eine Schlüsselkarte, okay. So, okay, es ist auf jeden Fall in den Schächten drin, ne? Alles gut. Aber nicht der Schacht hier, oder? Stell mal vor, es kommt jetzt da raus, Alter. Junge, würde ich, glaube ich, heulen. Okay. So, wir gehen mal hier runter. Hallo? Hallo? Ich will niemandem was tun. Alles gut. Oh. Mach mal auf, bitte. Hi. Hi, hallo. Hi, hallo. Kann man sich eigentlich irgendwo verstecken? Nee, ne? Nö, wenn jetzt hier einer... Oh. Wenn jetzt hier jemand kommt, bin ich am Arsch dran. So, warte mal. Rechte Maustaste drücken Sie A. So. Komm, gib ihm. Danke. Wartungszugang verschlossen. Okay. 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 Oh. Oh, ich muss mal kurz Pause machen. Ihr müsst euch einfach mal reinziehen, wie abgefuckt die Situation jetzt gerade ist. Wir sind in diesem Treppenhaus, ne? Ihr müsst euch das vorstellen. Boah, was ist denn das für ein Licht hier, Alter? Nur mal kurz hier Info zu meinem Zimmer. Ne? Ich unterbreche jetzt gerade einfach das Let's Play. Mir scheint's egal, ich erzähle euch jetzt was. Links von mir sind hier so zwei Fenster, ne? Und das Problem ist, wenn ich morgens aufnehme oder so, wie jetzt gerade zum Beispiel, dann zieht die Sonne immer genau hier vorbei und leuchtet durch die Fenster rein. Deswegen habe ich die quasi zugedeckt mit Pappe und sowas, weil ich keine Rollos habe da dran. Und jetzt scheint gerade durch so ein kleines Loch in der Pappe genau Sonne. Wo ist sie denn? Da! In mein Auge rein! What the fuck? Naja, wie auch immer, ihr müsst euch mal reinziehen, wie abgefuckt die Situation jetzt gerade ist. Wir sind in diesem Treppenhaus. Stellt euch das mal vor wie so ein Turm über mehrere Etagen, ne? Und von dem Turm gehen immer kleine Gänge weg. Und das Alien bewegt sich halt in diesem Turm sozusagen durch die Gänge und so. Und wir machen diese ganzen Gänge über uns zu. Erst ganz oben, erst in der Mitte und jetzt gleich ganz unten. Das heißt, das Alien ist quasi daran gebunden, irgendwann auf uns zu treffen. So, wisst ihr, wie ich meine? Irgendwann ist das da. So, weil wir machen ihm ja alle Wege dicht. Das heißt, wir schnüren gerade quasi uns und das Alien als enger zusammen und es wird jetzt als gefährlicher. Und wir müssen jetzt quasi wieder ganz nach unten, zurück dahin, wo wir eben die Tür geöffnet haben und müssen da auch nochmal eine Abriegelung vornehmen. Ja, man kann nicht gerade sagen, dass ich äußerst amüsiert bin. Ich hab ein bisschen Angst. Aber wir machen mal weiter, Freunde. Wir gucken einfach mal. Wird schon schief gehen. Oh, ruhig,
Hey Alien, beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nichts tun, ich mache nur die Türe zu. Es ist noch im Schacht. Es ist noch im Schacht. Oh. Oh. Bleibt ganz ruhig, Freunde. Oh. Es ist... Alter, was ist da jetzt aufgegangen? Keine Ahnung. Ist hier unten noch so ein Ding oder was? Oder wo muss ich hin? Hier ist eine Leuchtfackel? Hä, wo muss ich denn hin? What? Oh oh. Wo muss ich hin? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss, Freunde. Ich muss noch... Hallo, haben Sie irgendwas dabei für mich? Revolvermunition, danke. Die Firma dankt. Okay. Alter Kackendreck. Ist hier irgendwie... Nö, hier ist nichts. Warte mal, wo muss ich denn hin? Scheiße. Von da oben sind wir eben rausgekommen. So. Die Türen hier kann man nicht benutzen? Oh Mann, Leute. So, Server Hub Reception, die ist da unten. Warte mal, ich muss mal kurz, hier. Regeln Sie den Korridor der Server Hub Rezeption ab. Ja! Ja, da wollte ich doch hin. Tech Support, Staff Access Only. Da bin ich doch hier richtig, oder nicht? Oder? Muss ich nochmal hoch? Ach nein, guck mal, da links ist das Ding. Oh Mann, okay. Aber wir haben es gefunden, ne? Besser spät als nie, oder wie man so schön sagt. So, einmal hier. Drücken Sie A. So, hallo. Oh, jetzt ist hier offen. Nice. Oh, cool. Hi, hi, hi. Hi. Hier, ein Sensor, danke. Ripley, es gibt einen Umgehungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabriegelung einleiten können. Okay. Er ist im Terminal hinter der Rezeption. Ja? Da hinten? Aktivieren Sie Ricardos Umgehungsbefehl. Ja. Wieso muss ich denn das immer machen? Können die... Ist das... Hohoho. Das Terminal hier? Das Terminal... Meint er das hier? Audio. Verschlüsselt Inhalte, Zugangscode eingeben. Wahlzubehör frei. Umgehungsprogramm. Aktivieren. Okay. Ich hab das Programm laufen lassen. Oh. 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 Bitte. Ich hab nichts getan. Ich hab nur einen Taster am Computer gedrückt. Ricardo ist der Böse. Ich war's nicht. Geh einfach zurück in deinen Schacht. Danke. 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 Guck mal, ist Ricardo noch da? Ricardo hat einfach weiter da geguckt, ne? So. Oh. Wenn die Alte stirbt, dann stirbt sie halt. Aktivieren Sie Ricardos Umgehungsbefehl. Habe ich doch gerade schon. Freigegeben. Hä? Ordnercode. Ripley ist alles bereit. Lassen Sie das Programm laufen, um den Sicherheitsordner zu öffnen. So. Okay. Und jetzt? 7789 oder was? Hä? Abriegelung einleiten. Ah, okay. Server hat Rezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Oh, das hört nicht auf. Ich muss noch weiter. Ich würde gern speichern. Ich würde gern speichern. Bitte. Oh. Geh. Du sollst abhauen. Oh, oh, oh. Scheiße. Wo muss ich hin? Riegeln Sie die Serverfarm ab.
Aber seht ihr, es ist das eingetreten, was ich gesagt habe. Wir schnüren uns als enger zusammen mit diesem Alien. Okay, es ist in den Schächten drin. Gott sei Dank. Gut, gehen wir mal langsam hier rein. Ich glaube, ich werde nicht mehr aufstehen, ey. Ich glaube, ich werde einfach nur noch schleichen jetzt. Da drüben ist ein Speicherpunkt. Ich gehe erstmal kurz speichern, Freunde. Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabriegelung eingerichtet. Sie ja. Sie dort auslösen und dann raus. Oh, Blaupause. Sie müssen ihren Ausgang offen halten, bis sie durch sind und dann die Falle schließen. Alles klar, Gefahr ist nah, ist mir scheißegal, ich speichere jetzt hier. So, wir müssen noch so eine Abriegelung jetzt machen. So, ja, speichern, ja, danke. Wir müssen noch so eine Abriegelung jetzt machen, wie eben an dem Terminal, nur jetzt hier in der Serverfarm. Mal sehen, ob das was wird. Ich bezweifle es. Guck mal, hier liegen Tote. Haben sie was dabei für mich? Nee. Mann. Arschloch. Okay. Hi. Hi, oh. Oh, hier sieht's nicht nett aus. Server Control haben wir da drüben links. Da wollen wir aber nicht hin. Wir müssen jetzt wieder so ein verkacktes Terminal finden. Irgendwo hier. So, kann ich hier drunter durchkriechen? Geht das? Ja, das geht. Sehr gut. Okay. An den Kabeln bleibe ich sogar hängen. Hm, hätte ich nicht mitgerechnet. Okay. Okay. Easy. Easy. Oh, eins toter. Hallo. Okay, kann ich hier durch? Nee, das wäre cool gewesen, ey. Weißt du, wenn du so durch die Schächte da durchkriechen kannst in den Servern. So, ich glaube, ich muss da hinten rein. Sevastopol Servers steht da. Laufen wir einfach mal. Komm. Wir haben gespeichert. Oh, hi. Ist der böse? Ich glaube, der ist nicht böse. Hat keine Leuchten. Guten Tag. Hallo. Hallo. Oh, shit, Bro. Es ist da vorne. Ihre Anwesenheit wurde aufgezeichnet. Ja, kein Problem. I'm sorry, Bro. Fuck off, man. Jesus. Ich geh jetzt hier rein. So, weil das Alien ist im Hardcore-Modus natürlich sehr, sehr aggressiv. Es kommt jetzt direkt wieder raus. Und das Ding wird jetzt fucking pissed sein. Das wird richtig angepisst sein. Okay, Moment. Regnen Sie die Serverfarm ab? Ja, ja. In welche Richtung muss ich denn? Ah, ich muss... Oh, hi. Ich muss nach da hinten oben irgendwo. Ja, ja. Laber mich nicht voll jetzt. Ich habe andere Sorgen. Boah, ich dachte kurz, es ist in den Schacht hier reingekommen. Scheißen Dreck. Okay, mach mal auf hier. Gehen wir wieder raus. So, wir müssen nach da oben irgendwo. Ich schleiche mal hier lang, ganz vorsichtig. Irgendwo hier oben wird das Terminal sein. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier sind die Server noch am Arbeiten, ihr hört sie. Oh, es ist draußen. Da hinten ist es. Es sucht mich. Natürlich sucht es mich. Es kommt hier rum. Naja, kein Problem, Androide. Ich stehe hier gerade echt ungut, ne? Oh gut, es ist im Schacht rein, ey. Gott sei Dank, Alter. Junge. Nervenkitzel hoch 35, ey. Mein Gott. So. Was ist denn jetzt Sache hier? Wo ist denn das Terminal? Oh, da drüben ist Server Control. Muss ich da rein? Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich nehme es an. Sicherheitszugangsgenerator. Easy. Oh nein, nicht sowas. Warte. Einmal. Und... Auf.
Hä? Nee, ich bin nicht in den Rauch reingelaufen. Verarsch mich jetzt nicht. Das ist ja wohl ein Witz. Ich bin extra nicht in den Rauch reingelaufen. Scheißspiel. Na, das fand ich jetzt gerade echt fies, ne? Ich bin extra von dem Nebel ein Stück weggeblieben, weil ich nicht wollte, dass er mich erwischt. Und dann kriegt er mich trotzdem. Also merken wir uns nicht um diesen Pfosten drumherum laufen, den wir da gerade gesehen haben. So. Wir gehen jetzt wieder Serverfarm abriegeln, Freunde. Okay. Okay. So. Wir kommen ja dann quasi hier rein, ne? Hier rein kommen wir. So. Wir gehen quasi einmal außen rum und kommen dann von der Tür da drüben. Oh oh. Oh oh. Bitte gehen Sie wieder. Hier ist niemand. Danke, danke. So. Gehen wir vorsichtig weiter. So, wir müssen nach da links durch jetzt. Hi. Hi. Verdammte Androide, ey. Die Dinger sind ultra creepy. Auch wenn sie, wenn der jetzt nicht böse ist. Sind die Androiden trotzdem creepy. Könnt ihr machen, was ihr wollt. So. Okay. Kommt's raus? Ja, es ist rausgekommen. Scheiße, Alter. Hey, Baby! Oh! Scheiße! Alter! Oh! Oh, war direkt hinter der Ecke. Alter, ich dachte, er ist weiter weg. Kacke. Oh, Freunde. Es ist direkt da drüben. Guck mal, ihr seht seine süßen kleinen Füßchen. Hi! Hi! Hier ist keiner unten. Bitte gehen Sie. Hier gibt's nichts zu fressen. Hier ist niemand. Essen Sie den Androiden, bitte. Oh, scheiße. Es könnte mich sehen. Es hat mich nicht gesehen. Glück gehabt. Übelst Glück gehabt. Oh, fuck. Geh doch in deinen Schacht, Mann. Junge, hast du keine Freunde? Oh Mann. Aber es sieht mich nicht. Es sieht mich hier tatsächlich nicht. Bin ich natürlich sehr lucky, ne? Oh Jesus. Ich glaube aber, es weiß, dass ich hier bin. Sonst wäre es nicht so lange hier in dem Bereich. Alter. Sag mal, habe ich irgendwas zum Werfen? Um Geräusche zu machen? Nee, ne? Nö. Ich könnte eine Leuchtfackel machen. Oh, ich habe eine Blendgranate. Soll ich mal eine Blendgranate machen? Nein, 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 nein. Sowas fangen wir jetzt gar nicht erst an, Freunde. Okay, es geht in den Schacht rein. Dann gehen wir mal weiter langsam. So. Hallo, Androide. Guten Tag. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ja, da haben sie recht, ey. Gefahren sind heute auf jeden Fall am Start. Okay, ich gehe jetzt mal hier durch. Oh, da kann ich nicht durch. Scheiße. Okay, ich gehe hier rein. Hier rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will jetzt noch nicht da hoch zum Terminal. Ich habe das Gefühl, dass es gleich rauskommt. Es bewegt sich wieder. Es ist in den Schächten drin auf jeden Fall. Irgendwo da hinten. Alter. Warum wurde mein Ziel aktualisiert? Bitte geh in die Schächte. Oh, danke. Guck mal, es hört auf mich. Ich hab's trainiert. Okay. Gutes Hundi. Gutes Alien.
Ich glaube, es ist eben hier rausgekommen. Von da unten. Sehr, sehr creepy. Stell dir mal vor, es kommt da raus, wenn ich gerade hier bin. So, schnell. Sicherheitszugangsgenerator, gib ihm. 1, 2 und 3. Mach auf die Bude, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Es ist wieder in den Schächten reingegangen. Wir müssen hier drauf zugreifen. Ich verstecke mich aber erstmal gerade nochmal. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir gleich nochmal kurz Besuch kriegen. Deswegen werde ich jetzt einfach nochmal kurz hier warten. Ich habe ein wenig Angst. So, Freunde, das Alien ist auf jeden Fall als in munterer Bewegung in den Schächten. Und ich will jetzt gerade eigentlich ungerne zu dem Terminal gehen, wenn es rein theoretisch hier reinkommen könnte. Ich meine, hier sind doch auch Schächte, oder nicht? Guck mal, direkt vor uns ist ein Schacht. Ich könnte einfach direkt hier reindroppen, wenn ich jetzt gerade unter dem Tisch rausgehe. Ich muss noch kurz warten. Ich will, dass ich weiß, wo es ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe ein bisschen Panik sonst. Wie sieht es denn aus hier? Aber es ist nicht auf, also es bewegt sich wahrscheinlich gerade einfach nicht. Oh Mann, ey. Ist hinter mir auch ein Schacht? Hinter mir ist keiner. Komm, YOLO. Guck mal, wir haben Flammenwerferöl nochmal gefunden. Okay, gehen wir drauf. Sicherheitszugangsgenerator. Easy, was haben wir hier? Wir haben den, den, den und den. Code akzeptiert. Dann geht's jetzt los. Administrator rechte. Okay. Geschafft. Ist der Ausgang offen, Ricardo? Ein Augenblick. Ricardo, ist der Ausgang offen? Ricardo? Bewegt sich kein Stück. Okay. Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung? Ich bleib hier drin. Oh Gott. Shit, Bro. Ja, oh. Entkommen Sie aus dem Server ab, sagen Sie mir, aber die Tür ist doch zu. Oh, scheiße. Okay. 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 Was piept denn da? Bin ich das oder ist das das Terminal? Kein Plan. Was ist los? Ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht mehr Zeit. Mach ruhig, Ricardo. Ist nicht gefährlich hier. Ist alles easy. Es piept die ganze Zeit. Muss ich jetzt wirklich warten, bis Ricardo das Ding repariert hat? Okay, okay, ich hab's. Okay. Oh, sorry. Sofort. Alter, wo ist das Alien denn jetzt hingerannt? Habt ihr das gehört? Ich dachte schon, es kommt zu mir. Okay, ich soll hier raus entkommen. Aber in welche Richtung denn überhaupt? Nach da hinten? Wohin muss ich denn? Okay, das Alien ist in den Schächten drin. Dann gehen wir mal ganz vorsichtig. Kommt es raus? Kein Geräusch machen. Kein Geräusch machen! Okay, okay. Easy. Ich muss, glaube ich, einfach hier geradeaus. Wo ist denn der Ausgang? Wo ist der verfickte Ausgang, Ricardo? Oh, Jesus Christus. Oh. Ist der Ausgang da oben? Ich weiß es echt nicht, ne? Scheiße. Muss ich da oben raus? Nee, da ist keine Tür. Ey, mies, Alter. Muss ich dann vielleicht hier runter? Ich geh einfach mal hier runter. Wird schon passen. Okay, hier ist die Server-Hub. Ah ja, hier ist die Server-Hub-Rezeption. Okay. Okay. Ja, das müsste stimmen hier. Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Kommen Sie aus dem Server-Hub? Oder muss ich das da aufmachen? Eine von diesen Streben muss ich aufmachen. Ich weiß aber nicht, welche. Ich nehme die hier unten. Ich nehme die Strebe hier jetzt. Come on. Mach auf die Bude.
Ja? Schnell bitte. Okay, jetzt bin ich hier. Oh, ich kann nochmal speichern. Jesus Christus. Danke. Danke. Okay, jetzt sind wir also wieder hier. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Aber ich konnte nochmal speichern. Das ist sehr gut. Lol, was schreit die denn? Schrei doch nicht. Blöde Kuh. So, wir machen jetzt auf. Dann kommen wir zurück in die Server-Hub-Rezeption. Das ist da, wo wir die erste Abregelung am Terminal gemacht haben, als Ricardo noch am Fenster stand und uns dumm zugeguckt hat. War das nicht sogar hier in dem Raum hier? Hier stand er doch, oder? Ja. Okay. Und jetzt soll ich einfach gehen, oder was? Kann ich nicht in den Fahrstuhl da rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, ich gehe einfach. Ich gehe jetzt einfach. Ricardo, wie haben Sie ihn wieder geöffnet? Ich musste den Alarm stoppen. Das war die einzige Möglichkeit, was willst du denn von mir? Sie haben es rausgelassen. Wir oh, Mann. Haben es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen. Wie ist der Tech-Support? Es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Okay. Ricardo, wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen, komme was wolle. Nehmen Sie den Aufzug zu Gemini Exoplanet Solutions. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der Aufzug ist. Ist das der Aufzug hier oben in der großen Lobby? Oh Mann, Alter. Ist auf jeden Fall noch hinter uns irgendwo. Weil hier haben wir jetzt die Lawrence Systech Lobby. Die kennen wir ja. Die kennen wir nur zu gut. Hi. Ich bin weg. Alles gut. Ich bin doch weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Idiot. 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 Da stirbt er. Da ist Nummer 1 tot. Alle anderen werden auch sterben. Hey! Du. Hau ab, oh Mann. Verdammte Scheiße. Wie können diese Leute, diese NPCs, so doof sein und immer schießen, wenn die doch genau wissen, oh, es ist ein gefährliches Monster in der Nähe. Am besten feuere ich meine Waffe ab, um ein wenig Lärm zu machen. Dumm. So, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal, Freunde. Ich meine... Ah, jetzt kommt wieder die Durchsage. Ich musste den Alarm stoppen. Das war die einzige Möglichkeit, Ripley da rauszukriegen. Der... Oh, geh weg, bitte. Wir hatten es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen? Ja. Ripley, es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Alles klar. Ja, wie gesagt, ne? Ja, naja, es ist mehr als ein Alien an Bord. Also immer mit der Ruhe. So, meine lieben Freunde, wir müssen jetzt mal gucken, ne? Weil wir haben... Oh Gott. Weil wir haben jetzt hier oben wieder so eine Experten am Start. Ihr habt es ja gerade gesehen, ne? So Leute mit, ja, mehr Waffen als Verstand. Hallo. Oh. So, warte mal. Ich werde jetzt... Was habe ich denn hier? Ich habe einen Geräuschmacher. Guck mal, Alter. Ich craft jetzt einen Geräuschmacher. Pass mal auf, ne? Hier klicken, um zu basteln. So. Ich habe jetzt einen Geräuschmacher gebastelt. Der Typ steht leider noch da oben. Am besten wäre es, wenn der Typ nicht da stehen würde. Dann würde ich einfach den Geräuschmacher mitten unten in die Lobby werfen. Und dann wären die richtig gebumst, die Leute. Dann wären die richtig gebumst. Weil, guck mal, der steht jetzt als da. Oh, er sieht mich jetzt gar nicht. Guck mal. Ich könnte auf ihn schießen. Ich könnte... Ich will niemanden ärgern. Okay. Hier. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich habe jetzt einen Geräuschmacher eingeworfen. Das Alien ist jetzt hier. Und jetzt wird das Alien hoffentlich... die Leute töten? Wird es das? Da unten ist es auf jeden Fall. Ja. Boah, guck mal, das Blut gespritzt. Alter, das Blut an die Wand gespritzt.
Alien ist noch vor uns. Mal sehen, wo es hingeht. Oh oh. Tschüss! What the fuck, Alter? Ich wollte es mit dem Flammenwerfer angreifen. Aber es ist einfach an mir vorbeigegangen. Lol. Lol, der Typ da oben lebt noch? Hä? Verdammter Idiot. Lol. Ein Schuss. Ein Schuss. So, Freunde, wir versuchen das Ganze jetzt natürlich nochmal. Ich habe den Geräuschmacher schon wieder gebastelt. Wir haben auch noch eine Blendgranate am Start. Ich werde jetzt einfach als allererstes die Blendgranate reinwerfen. Einfach um, ja, die Leute da ein bisschen zu blenden, ne? So. Hier. Ich wünsche euch viel Erfolg. Boom. So, ich hole meinen Flammenwerfer wieder raus. Da kommt das Alien und denkt sich, oh, die Leute sind geblendet. Töten wir sie mal. So, gut, da hat sich schon mal den Typen zum Glück erledigt, ey. Danke, danke. So, kommt's jetzt zu mir? Oh oh. Kommt es hier runter? Oh, es hockt da. Wo geht's hin? Geh nach da oben, ja, ja. Such die anderen Leute. Das sind noch mehr. Oh, lol, es haut ab, okay. Okay. Gut, Freunde. Ist es direkt wieder rein? Heftig, Alter. Okay, hier oben müsste der Lift sein. Da, guck mal. Das müsste der sein. Gemini Exoplanet Solutions. Wir gehen rein und sind endlich hier raus. Meine Güte. Okay, wir fahren jetzt nach Gemini Exoplanet Solutions. Und es ist auch ein Speicherpunkt. Gott sei Dank. Okay, okay. Ah, du bist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Machen wir nochmal einen richtigen Speicherpunkt, weil diese, wenn man mit dem Aufzug fährt, hat man quasi so, ja, so, oh, lol, Alien ist hier. Hat man quasi so Quick-Speicherpunkte. Das sind aber keine Speicherpunkte, die ich laden kann, wenn ich das Spiel neu starte. Irgendwie so. Auf jeden Fall sind das keine richtigen Speicherpunkte. Aber wie auch immer. Guck mal, ist hier irgendwas drin? Nö. Okay. Wir müssen jetzt hier irgendwas mit Strom versorgen. Keine Ahnung, Freunde. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir hatten wieder eine Folge mit schön viel Action, muss ich wirklich sagen. Aber doch, viel Action, ja, ja. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da gucken wir mal, dass wir hier bei Gemini Exoplanet Solutions den Tag retten. Oder wie man so schön sagt, ne? Auf jeden Fall haben wir dann bestimmt noch ein bisschen mehr Kaffeekränzchen mit unserem Freund, dem Alien. Ja, wir sehen uns dann. Euer Schuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin. She's getting worse. She's dying. Let me be.